Euer Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Challenge und ich habe mir Folgendes ausgedacht. In dieser Challenge geht es darum, 1 Liter Hafermilch auf Ex zu trinken. Mal schauen, ob ich das schaffen werde. Ich öffne jetzt das Tetrapack. Es war komplett verschlossen. Und nun lege ich los. Schade, ich hab's nicht geschafft. Oh, schade. Oh. So, ich hab's leider nicht geschafft. Mal schauen, wie viel da noch übrig geblieben ist. Dafür hole ich mal kurz ein Gurkenglas. Hier ist das Gurkenglas und da fülle ich mal den Rest ein. Oha, doch noch eine Menge übrig geblieben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viel noch übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, wie viel das sind, aber es sieht schon nach einer großen Menge aus, die noch übergeblieben ist. Das ist ärgerlich. Zum Vergleich hole ich mal jetzt ein weiteres Gurkenglas und eine volle Hafermilch Tetrapack. So, Gurkenglas ist da. Und das hier ist die volle Hafermilchpackung. So, hier habt ihr nun einen Vergleich. Das hier ist aus der vollen Hafermilch Tetrapack. Und das ist der Rest gewesen, nachdem ich es weggeäxt habe. Also so ein gutes Stück ist noch übrig geblieben. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, 1/3 Liter ist noch übrig geblieben. Also 2/3 Liter habe ich ungefähr weggetrunken, würde ich jetzt sagen. Ich nominiere jetzt noch 3 Leute, diese Challenge nachzumachen. Mal schauen, ob die das besser hinkriegen als ich. Ich nominiere Natururin, Ramses der Dicke und Kanal Phänomenal. Mal schauen, ob sie diese Challenge antreten werden. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.